Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr unschwer am Titel erkennen konntet, geht es heute mal wieder um die Haare, genauer gesagt um Locken ohne Hitze über Nacht. Das kann man aber auch den Tag über machen, wenn man genügend Zeit dafür hat. Und ich habe neulich ein Bild auf Instagram gepostet, wo ich gesagt habe, dass ich eine neue Wickeltechnik für meine Locken ohne Hitze ausprobiert habe und davon schwer begeistert bin. Und da wollten einige von euch auch gerne wissen, wie ich das denn gemacht habe. Und deshalb habe ich euch gestern mitgenommen bei den Vorbereitungen, beim Haarewaschen nicht, aber ich habe euch gezeigt, wie ich meine Haare auf meine Satin, ich sage immer Papillotte-Wickler, das hat einen anderen Namen, blende ich euch auch unten ein und ich verlinke euch dieses Teil auch in der Infobox. Jedenfalls habe ich euch gezeigt, was ich mache, wie ich es mache. Ich habe es vorhin erst aus den Haaren rausgenommen und euch gezeigt, wie das direkt danach aussieht. Das hier ist jetzt schon durchgekämmt. Und wenn euch das interessiert, wie ich meine Locken ohne Hitze über Nacht mache mit der neuen Wickeltechnik, die ich übrigens selber bei YouTube entdeckt habe. Und zwar habe ich das zuerst gesehen bei Milabu und inzwischen auch auf anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram, in anderen Videos und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, wer diese Technik entwickelt hat. Ich habe sie, wie gesagt, zuerst gesehen bei Milabu und fand das richtig toll und habe es ausprobiert und bin begeistert. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich es gemacht habe, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Meine zu ungefähr 90% trockenen Haare teile ich in zwei Hälften und kämme diese gut durch, damit später beim Wickeln keine Knoten entstehen. Dann kommt das Curling Headband und ein paar Klammern zum Einsatz. Das Headband mache ich mit einer Klammer relativ weit am Oberkopf fest. Und eine Hälfte meiner Haare fixiere ich dann mit einer weiteren Klammer an dem Curling Headband, damit da nichts hin und her wackelt. Und ihr kennt vielleicht die Technik, wo man so wie hier eine Strähne nimmt und um das Headband drumherum wickelt und dann immer beim nächsten Mal etwas Haar hinzufügt. Das funktioniert relativ ähnlich, allerdings wird hier von zwei Seiten gewickelt. Einmal von vorne auf die herkömmliche Methode und dann wird eine Strähne von hinten vom Hinterkopf genommen und auch über das Headband gewickelt und beim nächsten Mal nimmt man dann nochmal eine Strähne dazu. Ähnlich wie beim Flechten von einem französischen oder holländischen Zopf, es wird immer bei jeder Flechtung oder hier in dem Fall Wicklung eine Partie Haare mit dazu genommen. Und dann eben abwechselnd von vorne und von hinten über das Headband drüber gewickelt. Hier nehme ich wieder ein paar oder eine Strähne mit zur vorhandenen Strähne dazu. Lege es über das Headband drüber und ziehe wieder nach hinten durch, sodass das einmal drumherum gewickelt ist. Und das gleiche mache ich jetzt wieder von vorne. Ein paar Haare mit zur vorhandenen Strähne dazu nehmen, über das Headband drüber wickeln und nach vorne wieder durchziehen. Und so geht das immer weiter bis zum Ende der Haare, bis zu den Haarspitzen. Immer wieder eine Strähne zur vorhandenen Strähne dazu. Alles zusammenfassen. Einmal über das Curling Headband drüber legen. Und das Ganze dann von der anderen Seite auch. Wie gesagt, das sichert einen sehr festen Halt im Haar. Und ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich mit diesem Haarband, mit dieser Frisur, die hier gerade entsteht, am nächsten Morgen meine Stretching-Übungen gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte ein Haarnetz darüber gegeben über Nacht, damit da nichts verrutscht, nichts rausfällt, weil ich wusste, dass ich am nächsten Tag ja das Video weitermache. Insofern, man kann ein Haarnetz darüber geben,
gerade über Nacht oder auch eine Seidenhaarkappe, was man so da hat, vielleicht auch einen Buff, damit eben die Haare nicht rausrutschen, je nach Haarlänge oder ob man vielleicht einen Stufenschnitt hat etc. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte, wie gesagt, über Nacht ein Haarnetz dann darüber gegeben und mit dieser Frisur samt Haarnetz am nächsten Morgen meine Sporteinheiten absolviert. So, die Spitzen werden relativ fest umeinander gewickelt in der gleichen Wickeltechnik, bis eben kein Haar mehr übrig ist und dann mit einem Seiden-Scrunchie an dem Curling-Headband fixiert. Das hält eigentlich ganz gut. Also ich kann auch so tagsüber damit rumlaufen, habe auch mehrfach schon so geschlafen. Das hält wirklich gut, wenn es richtig gewickelt ist. Und hier nochmal im Schnelldurchlauf die andere Seite. Darf jetzt über Nacht fertig trocknen und so entstehen dann hoffentlich meine Locken ohne Hitze über Nacht am nächsten Tag. Das werden wir dann sehen, wenn ich die Frisur bzw. diese Wicklung am nächsten Morgen wieder öffne. Und da bin ich auch schon wieder am nächsten Morgen, wie gesagt, nachdem ich meine Sporteinheiten gemacht habe und ein Haarnetz darüber hatte, damit ich da nichts zerstöre. Und dann kann ich jetzt mal schauen, wie das Ergebnis aussieht. Ich löse also das Scrunchie ganz vorsichtig, weil wir ja die Locken nicht kaputt machen wollen. Und dann wird Strähne für Strähne wieder losgelöst von dem Curling Headband. Und man sieht auch schon, wie die Haare dadurch glänzen, dass sie um diese Seide drumherum gewickelt waren. Also das ist ein Glanz, den, wie ich finde, eigentlich nur natürliches Haar haben kann. Und selbst so frizzy wie mein Haar ist, ist der Glanz tatsächlich so deutlich zu sehen durch die Seiden-Papillote, wie ich es ja gerne nenne. Und ich bin da jedes Mal wieder total begeistert. Und das ist das Ergebnis direkt, nachdem ich das Curling Headband aus den Haaren genommen habe. Und ich finde, das kann sich wirklich schon sehen lassen. Um das Ganze zu fixieren, gebe ich ein bisschen Haarspray darüber. Ich hatte ja zuvor keinerlei Produkte im Haar, keine Styling-Produkte, nichts. Und deshalb gebe ich eben zum Fixieren im Nachhinein noch ein bisschen Haarspray drüber.
Nachdem das Haarspray getrocknet ist, gehe ich erstmal mit gespreizten Fingern durch die Locken und löse sie so ein bisschen auf, damit das nicht ganz so gewollt aussieht. Ich mag es ja gerne, wenn Locken und Wellen recht natürlich aussehen. Und gerade damit, dass man mit den gespreizten Fingern durch die Haare durchgeht, erreicht man das Ergebnis eigentlich ganz gut. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, damit man keine Knoten ins Haar bringt. Noch ein bisschen durchwuscheln. Und so sieht das dann einmal aus, nachdem ich mit den Fingern durchs Haar gegangen bin. Ein bisschen mit dem Scheitel spielen. Ich trage ja meinen Scheitel relativ häufig anders, also mal mittig, mal rechts, mal links. Ich bin da nicht wirklich festgelegt und ich spiele dann einfach immer mal so rum, wie das gerade am besten aussieht. Und hier nochmal die Ansicht von hinten. Das ist echt ein toller Glanz und richtig schöne, natürlich erscheinende Wellen. Und wem das noch zu wellig ist, der nimmt dann einfach so wie ich hier einen breit zinkigen Kamm und kämmt das Ganze nochmal vorsichtig durch. Immer schön von unten anfangen, von den Spitzen her sich nach oben vorarbeiten, damit man keine Knoten, die eventuell im Haar sind, dann da mit dem Kamm festkämmt und gar nicht mehr rauskriegt, ohne eine Schere zur Hand zu nehmen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und so sieht das dann aus, wenn ich einmal komplett mit dem Kamm durchgekämmt habe. Das ist dann mehr so eine Hollywood-Welle. Und wie ihr gesehen habt, ist das überhaupt kein Hexenwerk und mit ein bisschen Übung funktioniert das wunderbar. Man kann natürlich auch, wenn man die Zeit jetzt nicht so hat oder in der kalten Jahreszeit die Haare nicht lufttrocknen lassen will, ein bisschen mit dem Föhn vorarbeiten, sodass die Haare noch die richtige Feuchtigkeit, den richtigen Grad an Feuchtigkeit haben, dass man dann eben diese Wickeltechnik über Nacht machen kann oder auch den Tag über, je nachdem, wie man Zeit und Lust hat. Und ich finde das eine schöne Variante, um die Haare ein bisschen zu schonen und trotzdem hinterher richtig schöne Locken zu haben und mit diesem Seiden-Curling-Headband ist das natürlich auch sehr schonend für die Haare. Man sieht ja auch den Glanz in den Haaren. Also ich kann es nur empfehlen, versucht es mal. Ihr könnt es natürlich auch mit anderen Hilfsmitteln ausprobieren. Wenn ihr zum Beispiel vom Bademantel den Gürtel nehmt, wie das ursprünglich mal der Fall war, die sogenannten Rope Curls. Oder es gibt so viele interessante Methoden für diese Wickeltechnik, die es zum Beispiel auch auf TikTok, Instagram oder hier auf YouTube gibt. Also schaut da gerne mal selber und gebt das mal in die Suchleiste ein. Und ich hoffe natürlich, dass euch meine Version und mein Video gefallen hat. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr mich das auch in den Kommentaren wissen lasst oder dem Video einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr das noch nicht getan habt und noch mehr Videos von mir sehen möchtet, dann abonniert gerne. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr uns auch im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!